So, hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Pokémon Feuer Rote Edition. Und wir sind hier auf Island 1, mehr oder weniger unfreiwillig eigentlich. Weil hier wollte ich eigentlich noch gar nicht hin, aber okay. Und hier warten ein paar Trainer auf uns, wie ich gesehen habe. Ja, was hast du denn hier so? Moment. Plätze zurecht. Mauzi. Ja, unser Rocco hier wird noch ein bisschen Training bekommen. Denn der hat noch das niedrigste Level, aber nicht mehr lange. Ist ja nur noch ein Level hinten dran. Oder vielleicht sogar zwei, ich bin mir da gerade nicht so sicher. Aber ich glaube nur eins. So, die setzen... Ja, okay. Dem seine Attacken sind alle nicht effektiv, weil das ein Normal-Pokémon ist. Und ich hier ja mit Steinbohnen hier... ziemlich draufhau. Doppelteam. Na, hoffentlich treffe ich noch. Ja, das habe ich mir schon gedacht. So, und noch Agilität. Was sind das? Wahrscheinlich hat er jetzt noch irgendwie Rauchwolke oder sowas. Und dann ist die Sache perfekt, aber sie ist auch so schon schlimm genug. Boah. Alter. Jetzt lass es doch mal. Das fand ich schon wieder nicht so toll hier. Mit Agilität und dem Doppelteam-Zeugs. So, was hat er noch? Bin ich mir jetzt nicht sicher, was das war. Ach so. Ja. Stärke. Dürfte die Hälfte Minimum abziehen. Sogar alles. Das ist natürlich auch schön. Und Level 45. Plus 4 in KP, das sieht man doch gerne. So, dann haben wir die. Was gibt's denn hier für Pokémon? Ach, wir begegnen schon noch irgendeinem. Oh, wow, wow. Snubbelicut. Puh. Ich bin beeindruckt. Das hätte ich nicht gedacht, dass hier schon so starke Pokémon warten. Hm, können wir noch was einsetzen? Ich glaube nicht. Vielleicht reicht's ja schon, wer weiß. Ah, 11 Hyperbälle haben wir nur noch. Jawoll! Hätte ich zwar nicht gedacht, aber gut, ich habe nichts dagegen. Dann haben wir ein Snubbelicut und wir haben noch nicht mal ein Mauzi. Glaube ich zumindest. Vielleicht haben wir sogar schon eins, ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Und was kommt nun? Oh, Ponita, das haben wir auch noch nicht. Wird gefangen. Hoffentlich überlebt das eine Stärke. Bitte. Oder sollte ich lieber... Nee, die anderen Sachen sind alle effektiv. Kusche, kusche. Überleb, überleb, überleb. Ja, okay, das habe ich mir schon gedacht. Hallo. So. Nidorino. Nicht schlecht, Junge. Aber ist down. Und 999 genau. Ja doch, was ja. Nee, es war 909 EP. Genau. Jetzt hab ich's. So. Oh, Schlitzer. Die Attacke kennen wir ja. Hat ja auch jemand in unserem Team und so, ne? So. Radikal, okay. Wenn er meint. Bam. Und down. So, was mal cool wäre, wenn wir Erdbeben erlernen. Aber ich glaube, das bekommen wir sowieso in der letzten Arena vom Arenaleiter. Hier ist noch eine Trainerin und da unten sind zerbrechliche Steine, die wir mit Zertrümmerer kaputt machen können. Aber die VM haben wir noch gar nicht, deswegen geht das leider noch nicht. Und hier gegen Kikli ist Rocco nicht so gut. Aber zum... Ups. Ich komme immer auf irgendwelche komischen Tasten. Sorry. So. Dann haben wir das. Und Moment mal. Ich will mal ganz kurz was gucken. Und zwar... Genau. Wir können hier mal... die Farben wieder satter machen.
Stärke. Na, ich weiß ja nicht, findet ihr es so besser oder anders? Hm. Also ich kann mich nicht so recht entscheiden. Ich finde das hier zu hell, aber das andere ist dunkel. Also so in Kämpfen ist es zu hell. Hier, jetzt ist es so perfekt, aber... Na, wenn da so weißer Hintergrund ist... Ich weiß ja nicht. So, dich haben wir hier noch. Wie, hier hat es eine ganze Menge Trainer noch. So, Muschas. Ja, gut. Bäm. Verdammt, hat nicht gereicht und... Das könnte für uns einen Tod sorgen. Ah, nee, nicht mal. Ja, weil es war sehr effektiv, da habe ich gedacht, das könnte uns sogar töten, aber anscheinend dann doch nicht. Ist das die Weiterentwicklung? Jo. Ach, reicht sogar. Ach, sehr effektiv. Oh. Ach, stimmt, da habe ich mich schon mal in einem Part drüber gewundert. Da erinnere ich mich noch dran. Oh, wow, wow, wow. Das ist eine normale Attacke. 90 Stärke, 85. Gott. Ja, okay, das tut uns eben auch ein bisschen weh. Nee, ich lass es nicht erlernen. Als normale Attacke haben wir hier schon Stärke für ihn. Also, nee. Nee, nee, nee. Hornbohrer, komm. Treff. Schade. Komm, komm, komm. Triff, 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 triff. Ja, ja, so liebe ich's. Hau drauf. A one-hit KO. Haha. Die Attacke ist irgendwie schon ganz cool. Auch wenn sie eigentlich gar nicht so gut ist, wie man denken möchte. So, da unten habe ich nämlich noch ein Item gesehen. Das wollte ich haben. Das ist bestimmt was Gutes. Ja, Topschutz ist in Ordnung. Kann man gelten lassen. So. Dann hier nach oben und ups, voll in die Arme von den Trainern hier gelaufen. Mick und Kia, okay. Oh, wow, wow, das sind harte Gegner. Versuch's halt mit dem Hornbohrer und du machst einen Flammenwurf hier drauf. Auch wenn das... Ach, stimmt, ich hätte fliegen machen können, das wäre sehr effektiv gewesen. Aber das hier reicht ja auch. Gut. Ja, okay, es geht daneben. Komm, wen greifst du an? Danke. Versuch's halt nochmal und ja. Ja, reicht. Gut. Dabei hätte mich jetzt noch interessiert, ob Hornbohrer trifft. So. Ups. Oh mein Gott. Ah! Jetzt wollte ich hier durchgehen. Aber nein. So. Mach hallo. Ja, Schaufler. Was anderes können wir jetzt nicht mehr groß machen. Bäm. Hat sogar gereicht. Gegen den wird es nicht reichen. Also Hornbohrer und es trifft sogar. Ich bin so... Alter, also mit der Attacke hier habe ich echt Glück. Muss man schon sagen. Ach, da ist ja gleich der nächste. So. Komm. Nein, schade. Das wäre auch zu episch gewesen. Lol. Puh. Überlebt, 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 überlebt. Den kriegen wir noch fertig hier. Und down. Jawoll. Nee, komm. Kriegt er zwar nicht mehr down, aber er kann noch was zocken. Na, vielleicht kriegt er sogar doch noch down. Das könnte schon noch kommen. Komm, 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 zieh. Nein. Oh, der setzt nur Gesichter ein. Ich bin ein Glückspilz. Ich bin ein Glückspilz.
Außer meine Attacke geht daneben. Tut sie aber nicht. So, ich laufe nochmal, also ich gehe nochmal. Besser gesagt, ich fliege nochmal zurück. Um die Pokémon zu. Also um hier Rocco zu heilen. Bevor es zu spät ist. So. Ach, hier ist ja so ein Mega-Poké-Center. Wegen dieser Maschine. So, was ich auch noch gerne hätte, wäre ein Pokémon-Center. Einen Markt. Aber da gibt es hier gar keinen. Das ist ja blöde. Wisst ihr was? Da gehen wir mal ganz kurz hier. Auf Island 2 schauen, ob es da eins gibt. Muss doch irgendwo einen Markt geben. Vielleicht hier? Oh, der hat nur Superbälle, ey. Was soll denn das? Alter, ist das blöd. Island 3. Nein, das wollte ich gar nicht. Ach egal, komm, dann machen wir es halt jetzt ohne. Ah, geil, jetzt kann ich hier ja wieder rumlaufen. Boah, da kommt sogar noch ein Pokémon, ey, ein wildes, ey. Was soll denn das? So, tschüss. Wisst ihr was, wir setzen jetzt hier mal einen Schutz ein. Und was ich auch noch mache, ist ein anderes Pokémon nach vorne. Und zwar Mimien, komm mal. Na wobei, Aquana. Und danach Mimien. So. Renne, renne, renne. Was ist hier? Ah, okay, daran erinnere ich mich noch. Wenn man hier ins Wasser geht, werden alle Pokémon geheilt. Das ist natürlich schön. Ah, ja, der relaxt hier drin. So, was bist du hier? Ach, von dem bekommen wir Zertrümmerer. Okay, das ist doch schön. Vielen Dank. So, wem können wir das denn beibringen? Das ist eine sehr schlechte Attacke, also 20 Stärke nur. Pikachu kann sehr lernen, schöne Sache, schöne Sache. Der wird hier zum VM-Träger. Bam. So, close und close. Cancel. Scheiße. Jetzt wollte ich hier mal was Cooles sagen. Ja, okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall Zertrümmerer und da unten waren ja noch ein paar Items. Das hier zum Beispiel. Boah, dreimal Zertrümmerer muss man hier einsetzen. Und man muss das immer wieder neu einsetzen. Das ist echt nervig. Ether, dafür hat sich's, ja, relativ gelohnt. Hier hat's auch überall Steine, die wir zerbrechen könnten, aber das bringt jetzt nicht wirklich sonderlich viel. Aber hier hat's noch eins. Manchmal kommen auch Pokémon, wenn man hier sowas kaputt gehauen hat. Ja, da zum Beispiel. Und ein Kleinstein Level 5. Ach, das ist doch süß. So, dann haben wir hier Carbon, okay. Wegen mir gerne. So. Ah, oh, Snobilikat schon wieder. Boah, jetzt hält mich das hier auf, ey. Was soll denn das? Ach, jetzt kann ich gehen. Lol. Will kämpfen? Jau. Surfer. Und tschüss.
Ja, nach der Trainerin werde ich den Part auch schon wieder beenden. So viel haben wir gar nicht geschafft, kommt mir zumindest vor. Aber hier waren ja auch nochmal eine ganze Menge Trainer. Und, ja. Na komm, wir schauen noch, was da hinten ist. Hoffentlich hat es da nicht noch mehr Trainer, bitte. Komm. Okay, hier hat es sogar noch welche. Ach komm, dann mache ich die noch in dem Part, ey, was soll's. Weil im nächsten Part habe ich auch nicht viel mehr Lust drauf, wahrscheinlich. Bis, was anderes können wir gegen hier Wasser-Pokémon nicht groß machen. Bis, und wir sind vergiftet. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir wirklich schon gedacht. Wegen dem käsigen Diftgorn. Genau, Giftdorn. Boah, wie ich das hasse, ey. Das ist wirklich eines der schlimmsten Dinge, die es überhaupt hier gibt in dem Spiel. Bis. Oh, verdammt. Was? Sehr effektiv? Wusste ich gar nicht. Okay. Dann ist das noch... Ist das Psycho? Kann es sein? Könnte ich mir sogar vorstellen, irgendwie. So. Ich könnte natürlich auch irgendwie Hyperheiler oder so geben, aber komm. Lassen wir jetzt weg. Na, wobei. Komm, darauf habe ich keine Lust. So, wie hieß denn das nochmal? Full Heal war's. Ups. Schön. So, dich noch. Hat er wieder Carpador hier? Der sieht so aus. Oh mein Gott. Nee, Goldini. Immerhin, immerhin. Hoffentlich reicht da ein Biss, ja. Gut. So. Was? Der User... Oh, das ist... nee. Tschüss. Will ich nicht. Wolk nicht. Ja, komm, wir wechseln mal zu Mimir. Denn der hat Donnerblitz, das geht auch. Bam. Und noch ein Volltreffer, okay, dann ist er auf jeden Fall down. So, der Part wird auch mal wieder ein bisschen länger. Aber was soll's, komm. Die Upload-Zeit ist dann halt ein bisschen länger, aber... Ja, ihr habt mehr zu schauen. Naja, im Prinzip kommt es ja aufs Gleiche raus. Ob ich jetzt zwei Parts jeweils 10 Minuten hochlade oder 21, ist ja die gleiche Länge und ich erreiche auch gleich viel, aber... Na, wobei. Wenn ich es in zwei Parts mache, muss ich mich immer ankündigen und wieder verabschieden. Und das verbraucht dann immer 10 Sekunden. Mhm. Gott, wo geht's denn hier längs? Ja, okay, also ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall im nächsten Part dann. Bis dahin, ciao, Leute.